Hallo, in dem heutigen Video erkläre ich euch, wie ihr mit eurem Samsung-Telefon anonym bei anderen Leuten anrufen könnt. Das ist eine ganz einfache Einstellung, schaut euch das Video an. Wenn ich euch geholfen habe, wenn es geklappt hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Wenn ihr Fragen habt, einfach ab in die Kommentare damit, ich beantworte die gerne. Viel Spaß beim Video. Um mit deinem Samsung-Telefon anonym anzurufen, also deine Rufnummer zu unterdrücken, wenn du irgendwo anders anrufst, dann steht da private Rufnummer beim anderen, musst du Folgendes tun. Einmal aufs Telefon gehen, dann hier rechts auf das Menü klicken, dann auf Einstellungen gehen, dann auf Zusatzdienste. Dann gibt es hier oben den Punkt Anrufer-ID anzeigen. Da drauf gehen. Und aktuelles ausgewählt Nummer anzeigen, dann wählst du einfach Nummer verbergen aus. Das wird jetzt eingestellt. Und ab jetzt, wenn es fertig ist, wenn du jetzt jemanden anrufst, dann wird bei demjenigen einfach nur private Nummer angezeigt und nicht deine echte Nummer. Ja, um das rückgängig zu machen, einfach die gleichen Schritte gehen und bei Anrufer-ID wieder auf Nummer anzeigen stellen. Wenn du deine Nummer nur beim nächsten Anruf unterdrücken möchtest, dann kannst du das auch ganz einfach machen. Du gehst auf Telefon schon wieder. Du gehst hier unten auf die Tastatur, so dass du das Nummernfeld hast. Und jetzt tippst du Raute 31 Raute ein und dahinter die Nummer, die du anrufen möchtest. Zum Beispiel 0176 123 456 78. Ja? Wenn das die Nummer wäre, die du anrufen willst, musst du davor einfach Raute 31 Raute schreiben und den Hörer drücken. Und der ruft jetzt bei dieser Nummer an, und zwar anonym, so dass dann beim anderen nur noch steht private Nummer.